Herr Gorge, wir haben soeben in Ihrem herrlichen neuen Hause Aufnahmen machen können für den Fernsehsender, für den aktuellen Zeitdienst. Ich möchte Ihnen da im Namen des Fernsehsenders und ich darf auch wohl sagen, unseres Publikums überhaupt, unseren herzlichsten Dank sagen, dass Sie uns die Genehmigung dafür gegeben haben. Mit Ihrer Ernennung zum Intendanten des Schillertheaters traten doch wohl insbesondere zwei wichtige Fragen an Sie heran. Die Frage des Spielplans und der Neugestaltung des Ensembles. Wie denken Sie überhaupt über die Frage des Nachwuchses? Ja, die Frage des Nachwuchses ist für mich überhaupt gar keine Problemstellung. Der Nachwuchs ist selbstverständlich, wenn ein Körper da ist, sagen Sie, eine Familie da ist, die Urzelle eines Staates, des Reiches überhaupt, dann muss diese Familie Kinder gebären. Und wenn diese Familie keine Kinder gebären kann, ist sie impotent. Die Kinder sind selbstverständliches Erzeugnis aus zwei gesunden Körpern, aus zwei gesunden Menschen, Zellen. Wenn die nicht zeugungskräftig sind, dann ist kein Nachwuchs da. Der Nachwuchs ist bei mir selbstverständliche Grundbedingung. Darf ich fragen, nach welchen Gesichtspunkten ist der Spielplan des Schillertheaters gestartet worden? Tja, ach Gott, das sind so eigentlich gar keine besonderen Gesichtspunkte. Das ist so eigentlich das Selbstverständliche, das Natürliche. Ein Theater aufzubauen bedeutet im Dritten Reich ja eigentlich gar keine Schwierigkeit. Das Reich, der Führer, hat uns die Schwierigkeiten eigentlich hinweggeräumt, die es einmal gab, zu suchen, zu sondieren, zu finden. Heute ist eigentlich ein Bett vorbereitet, das bequem gemacht ist. Unsere Fernsehgäste, unser Publikum wird gewiss aus diesem Interview etwas mitgenommen haben. Wir hoffen, dass Sie nun recht oft und recht bald in Ihr Theater kommen, um sich an Ihrem Spielplan und an Ihren Rollen selbst zu erfreuen. Sie sind ja nicht nur Intendant, sondern auch Regisseur und Schauspieler in Ihrem eigenen Theater. Und damit möchte ich das Interview abschließen. Wir danken Ihnen herzlichst, dass Sie sich und Ihre sehr kostbare und knappe Zeit uns zur Verfügung gestellt haben. Alles klar. Selbstverständlich. Alles klar.